Am 12. März 23 schoss eine starke Schockwelle von einer X-Klasse-Eruption auf der Sonne auf die Erde zu. Das Soho-Raumschiff registrierte einen gigantischen Auswurf einer feurigen Masse. Die sich ausdehnende Wolke breitete sich in Richtung Erdumlaufbahn aus mit einer unglaublichen Geschwindigkeit von mehr als 2000 Kilometern pro Sekunde. Nur die Tatsache, dass dieser Ausbruch auf der anderen Seite des Sterns stattfand, half uns, eine echte Katastrophe zu verhindern. Aber in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 gab es schon 7 starke X-Klasse-Ausbrüche. Und das ist genau die Anzahl der Eruptionen, die für das gesamte letzte Jahr aufgezeichnet wurde. Wissenschaftler sind ernsthaft besorgt über die beispiellose Aktivität der Sonne. Sie führen dies darauf zurück, dass sich unser Stern dem Höhepunkt seines 11-jährigen Zyklus nähert und warnen, dass er der stärkste in der Geschichte werden könnte. Können wir die zerstörerischen Schockwellen also definitiv nicht verhindern? Schon in der Antike haben die Menschen dunkle Flecken auf der Sonne bemerkt. Aber erst im Jahr 1852 bemerkte der Schweizer Astronom Rudolf Wolf, dass auf der Sonne alle 11 Jahre die gleiche Dynamik stattfindet. In den ersten 5 oder 6 Jahren nimmt die Anzahl der Sonnenflecken zu und wenn sie ihr Maximum erreicht haben, nehmen sie für die gleiche Anzahl von Jahren wieder ab. Während jedes dieser Zyklen wechseln die Magnetpole der Sonne ihre Position. Zuerst werden sie verformt, weil sich die Schichten des Sterns mit unterschiedlicher Geschwindigkeit um ihre Achse drehen. Dann bilden sich dunkle Flecken an den Orten der Verformung. Je größer sie sind, desto stärker ist die Eruption. Und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines koronalen Massenauswurfs. Das ist der Auswurf von Plasma aus der äußeren Schicht der Sonne. Am 1. September 1859 beobachtete der Astronom Richard Carrington von der Stadt Redhill bei London aus eine Gruppe solcher Flecken, als er einen ungewöhnlichen Lichtblitz entdeckte, der etwa 5 Minuten dauerte. Fast 18 Stunden später begann auf der Erde eine echte Probe für das Ende der Welt. Im Nordosten der Vereinigten Staaten kam die Morgendämmerung plötzlich mitten in der Nacht. Und die hellsten Nordlichter zogen über die ganze Welt bis zum Äquator, wo es eigentlich unmöglich ist, so etwas zu beobachten. Telegrafenanlagen in Europa und Nordamerika funkten und entzündeten sich von selbst. Und die überschüssige Elektrizität in der Luft war so stark, dass automatisch Nachrichten von New York nach Pittsburgh gesendet wurden. Carrington war der Erste, der nicht nur diese kolossale Eruption aufzeichnete, sondern sie auch mit geomagnetischen Störungen auf der Erde in Verbindung brachte. Die Sonne war unberechenbar und flammte 5 volle Tage lang regelmäßig auf. Das beeinträchtigte unseren Planeten nicht, sondern bereitete einen Korridor vor, durch den der solare Massenauswurf nonstop flog. Deshalb erreichten die geladenen Teilchen das Magnetfeld der Erde nicht wie üblich in 3 oder 4 Tagen, sondern prallten in nur wenigen Stunden direkt auf sie. Das löste eine so starke Schockwelle aus. Fast 2 Jahrhunderte später ist Elektrizität ein fast genauso wichtiger Bestandteil unseres Lebens geworden wie Luft. Deshalb sind die Folgen einer solchen Explosion heute schon beängstigend genug. Die Schäden würden auf Billionen von US-Dollar gehen. Und es kann Jahrzehnte dauern, den Schaden zu reparieren. Aber was wäre, wenn wir uns einfach auf ein Leben ohne Licht vorbereiten und uns mit Generatoren eindecken, für, sagen wir, ein ganzes Jahr? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir herausfinden, welche anderen Arten von Sonneneruptionen unseren Planeten beeinflussen. Den größten Schaden nimmt das Magnetfeld der Erde, das uns zusammen mit der Atmosphäre vor kosmischer Strahlung schützt. Die stärksten Ausbrüche können zu einer spontanen Selbstentzündung von stromlosen Kabeln führen. Aber die Sonne kann uns nicht nur aus der Luft treffen. 1972 detonierten mehr als 60 Unterwasserminen vor der Küste Vietnams auf eine scheinbar mystische Weise. In Wirklichkeit waren sie mit magnetischen Zündern ausgestattet. Diese sollten auf Veränderung des Magnetfelds reagieren, die durch die Annäherung eines U-Boots verursacht werden. Aber stattdessen wurden sie durch eine geomagnetische Störung nach dem Ausbruch ausgelöst. Außerdem ist die tückische Sonne in der Lage, nicht nur das Magnetfeld, sondern auch die Kruste unseres Planeten zu durchdringen. Experten des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie in Rom verglichen 20 Jahre lang die seismische Aktivität mit den SOHO-Daten und kamen zu verblüffenden Schlussfolgerungen.
Sie behaupten, dass Sonneneruptionen sogar Erdbeben mit einer Stärke von mehr als 5,6 auslösen können. Positiv geladene Plasmaprotonen, die mit dem Magnetfeld der Erde kollidieren, erzeugen elektromagnetische Ströme, die sich auf dem ganzen Planeten ausbreiten. Ihre Impulse verformen Quarz in der Erdkruste und destabilisieren Verwerfungen, die bereits kurz vor dem Aufbrechen stehen. Wissenschaftler glauben, dass solche mechanischen Verformungen Erdbeben und Tsunamis auslösen können. Aber das ist noch nicht alles. In seiner Studie von 21 behauptet der schottische Physiker Hutch Hudson, dass die Strahlung der Carrington-Eruption die Energie von 10 Milliarden 1 Megatonnen Atombomben enthalte. Aber 10-mal stärkere Eruptionen können etwa alle 3000 Jahre auftreten. Und alle 6000 Jahre flammt die Sonne 100-mal stärker auf. Früher oder später wird unsere Erde einem vernichtenden Schlag des Sterns definitiv nicht entgehen können. Geladene Teilchen werden uns in weniger als einem Tag erreichen und auf den ganzen Planeten niederregnen. Sie werden zu einem Überschuss an Strom in unseren Stromnetzen führen, der kolossale Stromstöße verursachen wird. Kraftwerke und Umspannwerke werden ausfallen und überall werden Brände aufflammen, die ohne die Kommunikation zwischen Feuerwehren nur schwer zu löschen sein werden. Viele Gebiete werden monatelang ohne Hilfe bleiben. Die Heizungs- und Kühlsysteme werden nicht mehr funktionieren. Es wird Probleme mit sauberem Wasser geben. Wir werden die lebenserhaltenden Maschinen in Krankenhäusern abschalten müssen. Eine Sonneneruption, die so weit weg zu sein scheint, wird Millionen von Menschen betreffen. Du wirst sagen, dass eine andere Lichtquelle vielleicht, wenn nicht besser, so doch zumindest ruhiger ist. Wissenschaftler haben bereits eine unglaubliche Anzahl von Sternen entdeckt. Aber nicht jeder von ihnen wird uns so gut gefallen wie die Sonne. Was braucht es also, um den hohen Ansprüchen gerecht zu werden? Die Antwort auf diese Frage ist im SETI-Projekt genau kartiert, wo fast 120.000 Sterne innerhalb von 1.000 Lichtjahren eingezeichnet sind. Und sie haben einen Katalog mit mehr als 17.000 Habsternen erstellt. Das sind Sterne, die potenziell einen bewohnbaren Planeten um sich haben können. Alle von ihnen erfüllen bestimmte Kriterien. Ihr Alter sollte mindestens 3 Milliarden Jahre betragen. Sterne, die 4,5 Milliarden Jahre und älter sind, sind etwas stabiler. Die Temperatur sollte nicht mehr als 50 Kelvin von der unserer Sonne abweichen. Das heißt, die Temperatur sollte ungefähr 5800 Kelvin betragen. Seine Helligkeit darf sich nicht um mehr als 1% verändern. In der zirkumstellaren Scheibe muss genug Staub vorhanden sein, um neue Planeten zu bilden, auf denen Leben möglich ist. Außerdem sollte er keinen Begleitstern haben, der eine Umlaufzeit von weniger als 10 Tagen hat. Andernfalls kann es zu einer Veränderung der Umlaufbahn und sogar zu Kollisionen kommen. Und obwohl es nicht möglich war, einen solaren Zwilling zu entdecken, wissen wir, vor welchen Objekten wir uns auf jeden Fall fürchten müssen. 2014 haben Astronomen mithilfe eines speziellen Teleskops zur Untersuchung ferner Galaxien NASA New Star den hellsten Stern entdeckt, der mit der Energie von 100 Millionen Sonnen brennt. Die superstarke Quelle M82X2. Es stellt sich heraus, dass es sich hier um einen Röntgenpulsar handelt. Diese Art von Stern ist nicht nur sehr leistungsstark, sondern auch kompakt. Wie zwei Sonnen, die auf einen Durchmesser von 20 Kilometern komprimiert sind, mit dem stärksten Magnetfeld im Universum und einer Atmosphäre aus Teilchen, die sich fast mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Sie strahlen fast kein sichtbares Licht ab, sondern geben den Planeten einen starken Strahlungsfluss im Röntgenbereich, der für alle Lebewesen schädlich ist. Gewöhnliche Pulsare rotieren mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 Mal pro Sekunde oder bis zu 700 Mal pro Millisekunde. Und mit jeder Bewegung senden sie Licht als Impulse ins All. Wäre Leben auf einem Planeten mit einem Pulsar statt der Sonne möglich? Die niederländischen Astronomen Alessandro Patruno und Michael Kamer behaupten, dass die bewohnbare Zone eines Pulsars Milliarden von Jahren bestehen kann. Natürlich ist der Pulsar aufgrund der radioaktiven Strahlung aggressiver und schneller als jeder andere Stern und könnte die Atmosphäre und das Wasser der Erde zerstören. Der Wasserstoff aus der Atmosphäre wird schnell ins All entweichen. Aber wir werden Energie in Form von Röntgenstrahlen und Pulsarwind mit geladenen Teilchen erhalten. Und wenn sie in die Atmosphäre eindringen, werden sie diese aufheizen.
Um gefährliche Röntgen- und Gammastrahlen zu absorbieren, brauchen wir eine stärkere Atmosphäre. Mindestens dreimal dichter als jetzt. Aber die Erde ist dafür einfach nicht ausgelegt und wird sofort aus der Umlaufbahn fliegen. Wenn wir uns vorstellen, dass sie der Belastung trotzdem standhält, wird ihr Druck genau dreimal so hoch sein. In diesem Fall könnte sich das Leben auf der Oberfläche genauso entwickeln wie auf dem Grund des Marianengrabens, im tiefsten Ort der Erde. Dann würden die Organismen wie riesige einzellige Xenophyophoren aussehen, leben auf dem Grund des Ozeans, wo es wenig Sauerstoff, viel Druck und absolut kein Sonnenlicht gibt. Aber bedeutet Licht immer gleich Leben? 2019 ist es Wissenschaftlern mit Hilfe des Hubble-Teleskops gelungen, ein Bild des hellsten Objekts im Universum zu machen, dem Quasar J043947. Seine Helligkeit ist 600 Billionen Mal höher als die der Sonne. Aber zwischen ihm und dem Sonnensystem befinden sich fast 13 Milliarden Lichtjahre. Sie haben ihn zufällig vom anderen Ende des Universums aus bemerkt. Es geschah, als eine Galaxie zwischen ihm und der Erde flog und den Effekt einer Lupe erzeugte. Warum ziehen wir ihn nicht als Alternative in Betracht? Das Problem ist, dass Quasare nur wie Sterne aussehen. In Wirklichkeit sind sie nichts anderes als gut getarnte, supermassive, schwarze Löcher im Zentrum von jungen Galaxien. Sie absorbieren intensiv alles, was sich ihnen nähert. Ihre Opfer strahlen dieses unglaublich helle Licht aus, das eine echte Gefahr für uns darstellt. Strahlung verursacht Störungen in Kommunikationssystemen, während Gammastrahlung Verbrennungen beim Menschen verursacht, Mutationen im Genom und zu Krebs führt. Aber seine Strahlung wird unser geringstes Problem sein, wenn wir uns in der gleichen Galaxie wie er befinden. Jede Sekunde absorbiert dieses schwarze Loch Weltraummaterie, deren Masse mit der unseres Planeten vergleichbar ist. Und seine unglaubliche Gravitationskraft kann nicht nur Planeten, sondern auch Sterne anziehen. Wenn die hellsten Objekte im Universum für uns tödlich sind, wie würde dann unser Leben in der Nähe eines ganz gewöhnlichen Sterns aussehen? Aber der das genaue Gegenteil der Sonne wäre. Unsere Sonne gehört zu der Kategorie der kleinen Sterne, die als gelbe Zwerge bekannt sind. Das scheint ungerecht zu sein, denn sie hat eine ziemlich beeindruckende Größe und ihr Durchmesser beträgt mehr als 100 Durchmesser der Erde. Aber noch unglaublicher ist, dass viele Objekte im Universum viel größer sind als unsere Sonne. Ein solcher Stern ist der rote Überriese, Betelgeuse. Wenn du ihn an die Stelle der Sonne setzt, füllt er den gesamten Raum bis zur Umlaufbahn des Jupiters aus. Er ist 105.000 Mal heller als die Sonne und fast 1.500 Mal größer. Aber das Licht des roten Überriesen ist instabil. Die verdünnten äußeren Schichten pulsieren ständig. Durch das Pulsieren verändert Betelgeuse sogar seine Größe. Er wächst auf 800 Durchmesser der Sonne, dann schrumpft er auf 500. Seine Helligkeit ändert sich in Zyklen, die 425 Jahre lang dauern. Oder 185 Erdtage. Aber es gibt auch unerklärlich lange Tage, die fast 6 Jahre dauern. Wissenschaftler vermuten, dass sich die bewohnbare Zone in der Nähe eines solchen Sterns in einer Entfernung von 22 astronomischen Einheiten befindet. Das heißt, 22 Mal die Entfernung von der Sonne zur Erde. Der Planet muss auch ein starkes Magnetfeld haben. Andernfalls wird der Sternenwind leicht die gesamte Atmosphäre von ihm wegblasen. Aber selbst unter diesen Bedingungen wird die Oberflächentemperatur allmählich ansteigen. Auf den ersten Blick ist das nicht beängstigend. Schließlich waren die Menschen laut Wissenschaftlern vor 100 Jahren viel weniger an die Hitze angepasst. Aber in diesem Fall ist selbst eine solche Superkraft für uns wahrscheinlich nicht von Nutzen. Denn wenn sich die Atmosphäre erwärmt, steigt auch die Konzentration von Kohlendioxid. Aufgrund des Treibhauseffekts wird eine große Menge Wasser aus der Stratosphäre in den Weltraum entweichen. Die Atmosphäre und die verdunsteten Ozeane werden den gesamten Planeten als gemischte Dampfgasmasse umhüllen. Ihre Durchlässigkeit für die Sonnenstrahlen wird sehr gering sein, sodass die Erde in Dunkelheit gehüllt sein wird. Nur die flachen Ozeane werden flüssig bleiben. Aber sie werden aus dichten Salzlösungen bestehen. Aber wenn rote Riesen so unwirtlich sind, sind ihre Gegenstücke vielleicht besser geeignet, um neben ihnen zu leben. Was meinst du?
Der blau-weiße Überriese Rigel leuchtet am anderen Ende des Sternbilds Orion. Seine Temperatur beträgt 11.000 Grad, das ist 3,5-mal mehr als Beteigeuze. Aber sein Radius ist fast 18-mal kleiner. Er ist nicht nur der hellste Stern in diesem Sternbild, sondern auch der stärkste. Rigel strahlt 40.000-mal mehr Energie als die Sonne. Es ist nicht überraschend, dass er in der Vergangenheit als Leitstern bekannt war. Aufgrund seiner hohen Temperatur strahlt er intensiv im ultravioletten und im Röntgenbereich. Und für uns bedeutet das den sofortigen Tod. Immerhin beträgt die Geschwindigkeit seines Strahlungsflusses 15 Kilowatt pro Quadratzentimeter. Und das verdampft alle Objekte in einer Entfernung von 150 Millionen Kilometern. In einer Umgebung, die von so intensiver Strahlung beherrscht wird, muss alles gigantisch sein. Ein riesiger Stern, ein riesiger Planet und riesige Entfernungen zwischen ihnen. Aber wenn der Massenunterschied zwischen den beiden Körpern gering ist, können beide in gegenseitigem Tiden- oder Gezeitenfang sein. Wenn der Planet seinem Stern immer nur mit einer Seite zugewandt ist, könnte das zu sengenden Temperaturen auf der einen Seite und Dauerfrost auf der anderen Seite führen. Aber wenn wir uns vorstellen, dass unsere Erde an seiner Stelle sein wird, wird uns auch der wissenschaftliche und technische Fortschritt nicht helfen, zu überleben. Die Sache ist die, dass im Kern unseres Planeten eine Eisen-Nickel-Legierung vorherrscht. Die Temperatur auf der hellen Seite wird ausreichen, um das Eisen auf der einen Seite unseres Planeten zu verdampfen und es mit heftigen Winden auf den dunklen Teil zu treiben. Dort wird es sofort abkühlen und wie ein Eisenregen auf den Boden fallen. Aber Wissenschaftler haben es eilig, uns zu versichern, dass es im Universum definitiv freundlichere Sterne gibt. 2016-17 entdeckten Astronomen ein ganzes Planetensystem von 7 erdähnlichen Planeten im Orbit um den Stern TRAPPIST-1. Aber bisher wurden auf ihnen weder eine Atmosphäre noch ein Magnetfeld gefunden. Dennoch befinden sich 3 von ihnen in der bewohnbaren Zone, wo die Wärmemenge ausreicht, damit Wasser auf der Oberfläche existieren kann. Eines der beeindruckendsten Dinge an ihnen ist der Blick auf die anderen 6 Planeten am Himmel. In manchen Fällen kann ein naher Planet doppelt so groß erscheinen wie ein von der Erde aus sichtbarer Vollmond. Diese 7 Zwillingsplaneten können sich auf so engen Umlaufbahnen befinden, weil ihr Mutterstern ein ultrakalter Zwerg ist. Er ist etwa 2000-mal schwächer als unsere Sonne. Und das meiste Licht wird im Infrarotbereich abgestrahlt, nicht im sichtbaren Bereich. Obwohl die Planeten sehr nah an ihrem Mutterstern kreisen, erscheint das natürliche Licht auf ihnen einem Menschen daher sehr schwach. Die Planeten machen einen kompletten Umlauf in einem Zeitraum von 1,5 bis rund 12 Tagen. Die Umlaufbahn des am weitesten entfernten Planeten wird auf etwa 20 Tage geschätzt. Das bedeutet, dass ein Jahr oder, wie Wissenschaftler es nennen, eine Orbitalperiode auf den meisten dieser Planeten weniger als 2 Wochen auf der Erde ist. Auch wenn die Jahre im TRAPPIST-1-System kurz sind, werden die Tage fast ewig sein, weil alle 7 Gezeitenplaneten einander mit nur einer Seite zugewandt sind. Sie brauchen vielleicht einen weiteren Stern, um das System auszugleichen. Was würden wir also tun, wenn wir 2 Sonnen hätten? Für Wissenschaftler ist das keine Frage mehr. Seit 2011 haben sie regelmäßig solche zirkumbinären Planeten entdeckt, die sich um 2 oder sogar 3 Sterne auf einmal drehen. Die Erde kann sich um 2 Sterne drehen, die sich auch umeinander bewegen. Zusammen bilden sie dann ein Doppelsternsystem. Es gibt viele Möglichkeiten für die Anordnung von Sternen und Planeten in einem solchen System. Wenn zum Beispiel beide Sterne schwächer sind als die Sonne, sinkt die Durchschnittstemperatur auf unserem Planeten auf minus 73 Grad. Das Wasser wird gefroren sein und Leben wird kaum möglich sein. Und wenn die Sterne heller sind, wird sich unsere Erde in eine Wüste verwandeln. Wenn aber beide Sterne durch ihre Schwerkraft miteinander verbunden sind und sich mit nur einer Seite einander zuwenden, trifft weniger Strahlung auf unseren Planeten und wir haben alle Chancen, sowohl die Atmosphäre als auch das Wasser auf ihm zu erhalten. Sterne in Doppelsternsystemen können sich gegenseitig erheblich abbremsen und die Intensität des Sternwinds verringern. Wenn es die ganze Zeit 2 Sonnen in unserem System gegeben hätte, hätte sogar die Venus ihr Wasser retten können.
Das Gleichgewicht wird aber nur aufrechterhalten, wenn beide Sterne gleich groß sind. Wenn eine der Sonnen größer und heller ist als die andere, hat sie eine starke Anziehungskraft auf die Erde. Und wir werden verbrennen, weil sie uns zu nah an sich heranzieht. Wenn beide Sonnen dagegen ein zu starkes Gravitationsfeld haben, fliegt die Erde sofort ins Weltall. Unsere Umlaufbahn kann nur stabil bleiben, wenn der Planet um zwei nah beieinander liegende Sonnen kreist. Andernfalls wird sich die Erde, um einen Zusammenstoß mit einem der Sterne zu vermeiden, außerhalb der bewohnbaren Zone niederlassen. Dort reicht die Hitze der Sonne nicht aus, um das Wasser in flüssigem Zustand zu halten. Und in diesem Fall wird die Erde zu einem kalten, leblosen Gesteinsbrocken. Aber allein unsere Sonne hat schon immer alles in ihrer Nähe vernichtet. Wissenschaftlern zufolge hat sie sich zu Beginn ihres Lebens 10-mal schneller gedreht. Und dann haben ihre stellaren Winde die Atmosphäre von der Marsoberfläche weggefegt und sein Magnetfeld zerstört. Die Sonne wird uns früher oder später definitiv mit ihren Blitzen erreichen. Aber wir werden bereits mit einem Vorrat an Nahrung, Wasser und einem Generator ausgerüstet sein. Und vor allem an einem sicheren Ort, ohne Erdbeben, Wirbel, Stürme oder Tsunamis. Aber mit viel Kälte, Schatten und Sauerstoff. Ich bin sicher, die Sonne wird uns im riesigen Wald nicht einmal bemerken. Aufgrund ihrer besonderen Struktur sind die massiven Mammutbäume, die dort wachsen, einzigartig. Sie entzünden sich nicht und verrotten nicht. Diese Art erschien auf der Erde vor fast 200 Millionen Jahren. Sie überlebten Dinosaurier, sauren Regen durch Asteroideneinschläge und die Eiszeit. Sie haben definitiv eine Art Überlebensgeheimnis und ich hoffe, dass sie es mit den Menschen teilen werden. Wenn die riesige Sonneneruption auf die Erde zusteuert, werde ich dort auf dich warten. Wir treffen uns in der Nähe des Präsidenten, einem der ältesten Bäume der Welt, der über 3000 Jahre alt ist. Und jetzt, wo wir noch etwas Zeit haben, kannst du in den Kommentaren deine Vorschläge für sichere Orte teilen.